Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show Minecraft. Ja, ja, dass der Grund, dass es schon lange kein Let's Show gab, ist nicht lag nicht daran, dass dass ich keinen Bock hatte, da ein neues Let's Show aufzunehmen. Ich hatte einfach zu viel zu tun bei Minecraft zu bauen. Und das ist also, weil ich eine komplett neue Welt erstellen musste. Und Hundis. Und das hat eine Zeit gedauert. Aber deswegen habe ich auch viel zum Schauen dieses Mal. Okay. Dann wollen wir mal anfangen. Wir fangen an mit dem Leuchtturm hier oben. Ja, dieser Leuchtturm ist ein Leuchtturm? Nein. Okay, ja, das hätte jetzt jeder dämliche Vollidiot gewusst, dass das ein Leuchtturm ist, der leuchtet. Das hat auch jeder gewusst. Egal. Wir gehen jetzt hier mal kurz hoch. Hier alles wunderbar mit so einer Wendeltreppe geht's hoch. Und hier fließt die Lava von hier oben, von oben nach unten. Sieht sehr, sehr lustig aus, macht aber nicht sehr, sehr viel Licht. Okay, und jetzt sind wir auch gleich oben. Das letzte Stück wird hier mit einer Leiter hochkommt. Also kommt man mit der Leiter hoch. Hier sieht man einmal die Lava, wenn man hier so reinguckt. Und hier einen super Ausblick in die wunderbare Welt von Minecraft. Ja. Hier oben, da kann ich mal kurz den Fly-Mod aktivieren. Man hat schon so viel gesehen, aber egal. Hier sieht man ein Stück runter. So, na, wieder ein Stück. Nee, ja, ich komme mit dem. Wartet. So, hier sieht man so wunderschön aus der Hölle dieses Neverred, glaube ich, heißt das. Ich weiß es gerade nicht. Neverred, ja. Never, ja. Gut. Ja. Was ich jetzt hier so gemacht habe, ich habe es mit too many, also viel mit too many Items gebaut, nicht alles, aber sehr, sehr viel, weil ich sonst das in dieser Zeit nicht geschafft hätte. Ja, gehen wir wieder runter. Weil das hätte man niemals in dieser Zeit geschafft, so viel zu bauen. Und, okay. Gehen wir runter. Okay. So. Nee. So. Jetzt erst. Gut, hier sieht man denn auch gleich mal meine Hundeecke. Ja, hier ist einfach nur die Hundeecke. Hundis! Sitz! Brav! Ganz brav, ja. Nein. Gut, hier oben so ein Zaun, dass hier auch keine Zombies. Zombies und Spinnen zwar, aber Zombies hier die Hunde überraschen können und sie töten. Deswegen habe ich hier einen Zaun gemacht, dass sie dann nicht so leicht hinkommen. Dahinter werde ich später auch noch alles wegnehmen. Hier sieht man noch so wunderschön so ein bisschen Grünzeug, sonst ist ja hier alles nicht gerade grün. Ja, hier geht's auch noch ein bisschen weiter mit dem Zaun. Und hier auch. Hier ist der Strand. Also was überhaupt nicht gut ist, dass hier ein Strand ist, da hätte ich gerne noch weiter gebaut. Also so natürlich. Hier, ich kann da mal kurz rein, sieht man noch, das muss ich noch verändern, dass hier einen Block weitermachen. Das ist mein Haupthaus, ohne Dach noch im Moment, aber da kommt später noch ein richtiges Dach drauf. Hier, das muss ich, dieses Holz muss ich hier hinsetzen. Also hier. Und dann hochbauen, dass man das hier nicht sieht. Das habe ich auch noch nicht geändert. Das habe ich gestern auch erst gebaut. Hier genauso. Und, okay. Ja, das ist hier mein erstes, allererstes Haus gewesen. Was man hier auch sehen kann. Hier noch ein kleines, nur noch ein Bett.
Und hier noch ein kleiner Keller. So. Mehr ist hier auch nicht. Okay. Ja. Ich habe, hoffe ich, auf Peaceful. Ja, ich will jetzt nicht vom Monster überrascht werden. Gut, machen wir weiter. Hier noch so schöne Laternen. Ja, Wasser. Hier eine gigantische Riesenbrücke. Die geht bis nach da ganz, 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 ganz hinten hin. Und, ja. Hier alles mit Eisen. Das sieht auch ein bisschen gescheatet aus. Ist es ja auch, aber, naja. So sind Brücken halt aus Eisen. Und, okay. Ups. So, das war die richtige Taste. Ja, das hübsche Exemplar, was ihr hier seht, ist die Kirche. Hier bin ich auch noch nicht, auf dieser Seite bin ich auch noch nicht fertig, weil da soll der Cobblestone auch nicht mehr sein, da soll dann auch Cleanstone hinkommen. Aber vorher, bevor wir da hingehen, gehen wir erstmal in meinem Haupthaus rein. Hier schön mit Teppichen. Nee, nicht rennen. Teppichen. Hier eine wunderschöne Küche mit Half-Steps hier oben als Arbeitsplatte. Hier noch einen schönen Ofen. Hier ein Ofen. Das ist dann halt die Küche. Hier noch ein kleiner Raum, wo ich weiß noch nicht, was ich hier hin machen möchte. Und hier noch ein Schlafzimmer mit zwei Betten. Okay, und das ist ja auch super. Hier mit Holz und hier mit Cobblestone. Sieht gut aus, finde ich. Also meiner Meinung nach. Hier noch so symmetrisch Fackeln angebracht. Hier geht es auch nach oben, aber das ist uninteressant. Hier ist es einfach nur ausgebaut und hier oben noch ein Stockwerk drüber genauso. Aber unten ist es schon auch noch genial. Hier ist der riesige Vorratslager. Das riesige Vorratslager. Ups, nee, nicht Karte. Hier mit Lava einmal komplett rum, dass es ein bisschen Abwechslung hat. Nicht nur Cobblestone. Hier oben die Fackeln und macht auch noch ein bisschen Licht. Hier sieht man denn Cleanstone und hier Cobblestone, Holz, Erde, Glas und so weiter. Das ist halt, hier sind noch nicht mal die Kisten alle voll. Hier sind sie noch alle leer. Da weiß ich noch nicht, was ich dahin machen möchte. Okay. Das ist denn das Haus. Und es wird dunkel. Da können wir gleich mal hier drinnen bleiben. Und den Sonnenuntergang beobachten. Oh, schade. Genau auf der anderen Seite gebaut. Das nennt man gut. Okay, kann ich schon schlafen? Ja, dann machen wir mal kurz ein Nickerchen. Wie immer bei einem Let's Show wird es dann auch mal wieder schnell dunkel. Okay. Jetzt zeige ich euch nochmal kurz dieses hübsche Gebäude. Dies hier. Es sieht groß aus. Und das ist es auch. Und ja. Hier noch so eine kleine Brücke übers Wasser. Sieht sehr, sehr nett aus. Und hier wird das denn, wird Minecraft denn zum natürlichen Bereich. Also richtig natürlich. Hier überall Gravel. Upsala. Nee. So. Außersehen auf Windows-Taste gekommen. Also fast auf Windows-Taste. Und ja, hier halt so schön den Wald. Hier überall mit Blättern. Hier Blätter und Gravel. Gravel, wie man es jetzt haben will. So. Und dann geht's hier halt ganz, ganz, ganz weit. Also bis dahin. Und da weiß ich noch nicht, was ich später machen werde. Aber ja. Da fliege ich jetzt mal kurz rüber. Weil ich jetzt keine Lust habe, da noch lang zu gehen. Und piu! Bam. Gut, hier sieht man schon angedeutet.
Hier sind auch nochmal ein bisschen Sachen drin, die ich beim Bauen gebraucht habe. Bett. Fackeln, die kann ich mal mitnehmen. Und ja, gut. Und hier sieht man... was soll es sein? Das ist die Frage, was soll das sein? Es sieht fast so aus wie eine Kirche und das ist sie auch. Eine Kirche. Und ja, die Kirche hier mit roter Wolle und hier ein Altar. Okay. Ja, hier oben ist noch so ein Dach, da habe ich noch nichts gebaut, deswegen gehe ich da auch noch nicht hoch. Das werdet ihr alles erst im nächsten Let's Show erfahren. Was es denn wahrscheinlich erst nächsten Monat oder übernächsten Monat gibt, dass ich denn viele Neuerungen wieder habe. Hier jetzt noch, sieht man auch noch ein ganz klein bisschen ein kleines Lichtlein schimmern. Und hier ist so ein Knopf. Aber das werdet ihr auch erst im nächsten Let's Show erfahren. Weil es dazu was so irgendwo wohin geht, was ihr jetzt noch nicht sehen dürft. Weil ich da noch nicht viel gebaut habe und da noch sehr, sehr, sehr viel Baustelle ist und dass ich einfach noch eine Überraschung sein, also was eine Überraschung werden soll. Und deswegen zeige ich euch das heute nicht. Ja, gut, das war eigentlich das Let's Show Nummer 2. Ja, ich habe jetzt auch sehr, sehr viele Sicherungen gemacht, wegen Minecraft, dass ich das nicht nochmal neu bauen muss. Das habe ich da beim ersten Mal nicht gemacht. Deswegen eine niegelnagelneue Welt. Und, ja, ich freue mich auch schon auf das neue Minecraft-Update 1.8, das Adventure-Update. Das soll ja am 28. August rauskommen. Also in 4 Tagen. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Und, ja, gut. Die nächsten Let's Plays werden noch nicht mit Minecraft Update 1.8 rauskommen. Das sind immer noch die Minecraft 1.7.3. Da habe ich mir nämlich noch 6 Videos auf Vorrat und die jetzt auch in der nächsten Zeit hochgeladen werden. Und denn, ja, ich werde auch auf meinem anderen Kanal das Minecraft 1.8 Adventure Update testen. Und das werde ich auf meinem Let's Play Kanal verlinken. Oder ich lade es einfach auch noch auf meinem Let's Play-Kanal hoch. Das ist auch noch eine gute Sache. Und ja, dann soll das auch das Let's Show Nummer 2 gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Let's Play, wenn ihr es euch anguckt. Würde mich sehr freuen. Nächsten Mafia oder so. Bis dahin. Wir sehen uns übers Mikrofon. Tschüss.